wie andere Zwerge. Das heilige Orakel sieht meine Bestimmung in Murolos Schwertergraf. Meister Rakun war überzeugt davon, dass ihr mir weiterhelfen könnt. So, so, überzeugt ist er also davon. Normalerweise hätte der alte Kauster gar nicht so unrecht, mein Junge, aber zurzeit ist es um unsere Kontakte zu Murolos eher schlecht bestellt. Das klingt wahr nicht sonderlich gut. Was ist denn geschehen? Tja, wenn ich das so genau wüsste. Seit einiger Zeit schon ist nun unser malerisches Zwergelviertel von den Felsbeißern abgeriegelt. An für sich nichts Ungewöhnliches in Krisenzeiten mit all den Morden und Handelsstreitigkeiten. Nach als unser Guser Gerling versucht hat, bei den Felsbeißern die genauen Gründe für die anhaltende Sperrung zu erfragen, wurde er ungewöhnlich schroff abgewiesen. Auch das kommt hin und wieder mal vor, wenn dem Anführer der Felsenbeißer mal wieder eine Laus über die Leber gelaufen ist. Hey, in solchen Fällen lässt Gerling dann meist seine guten Beziehungen zum Murolos spielen und fordert einen schriftlichen Schiedsspruch von Felskönig Ambrolosch an. Da wir aber auch aus Murolos schon seine graumes Weichen keine Nachricht mehr erhalten haben, fürchtet mein oberster Diplomat nun, dass auch dort vielleicht etwas nicht stimmt. Er ist deshalb zum kleinen Städtchen Talon aufgebrochen. Das kleine Tal, in dem es gelegen ist, diente früher als diplomatischen Treffpunkt, wenn die üblichen Nachrichtenwege aus Notstandsgründen nicht benutzt werden konnten. Wenn ihr also nach Murolos wollt, solltet ihr in Talon zu Gerling stoßen. Hab Dank, ich werde sogleich in Richtung Talon aufbrechen und mich Gerling anschließen. Kann ich noch etwas für euch tun? Nein, ich breche wirklich besser auf. Hab Dank. So, also. Der Weg nach Murolos. Talon ist mein nächstes Ziel. Dort werde ich mich mit Gerling treffen, dem Diplomaten des Grafen. Vielleicht kann er mir helfen, Einlass nach Murolos zu bekommen. Der Diplomat Gerling. Corvin hat seinen besten Unterhändler, den Diplomat Gerling, damit beauftragt, einen Weg nach Murolos zu finden. Seine Suche hat ihn in die kleine verschlafene Stadt Talon geführt, was er dort wohl zu finden hofft. Triff Gerling in Talon. Ich soll Gerling in der Taverne von Talon treffen. Ja. Also, Talon ist hier drüben. Und im Gegensatz zu all den anderen Gebieten können wir Talon jederzeit betreten und verlassen. Das Gebiet wird nicht gesperrt. Was sehr, sehr praktisch ist. Unter anderem, da wir in Talon später neue Händler und vor allem Ausbilder für weitere Fähigkeiten und Zauber haben. Mir fehlt nämlich zum Beispiel für Gladys immer noch ein Ignifaxius. Also ein bisschen Feuer wäre nicht schlecht zu haben. So, wie kommen wir in den Hafen? Uktan Hafen, also da hinten rum. Hier die Treppen runter. Erstmal gucken wir, dass wir mit den... Ach, hier war die goldene Lanze. Stimmt, hier war der Hinterhalt der Amazonen. Erstmal gucken wir, dass wir noch mit der Queste für eine Handvoll Dukaten weitermachen. Hat der Arbeiter Störebrands hier eigentlich was Besonderes für uns, da wir für ihn arbeiten? Herzlich willkommen. Immer noch das Saturn-Kleid, Zwergenstahl. Ring der Fingerfertigkeit, Ring der Gewandtheit und Doppelkuschummer. Die Ringe wären halt so schön. Ja. Also Gewandtheit und Fingerfertigkeit. Weil sie trägt schon einen Ring des Fex. Und sie trägt auch einen Ring der Fingerfertigkeit. Oh, nee, trägt sie nicht, oder? Nein, sie trägt Ring der Klugheit, genau. Also im Augenblick brauchen wir nichts von ihr. Schnell, geht ins Lagerhaus. Herr Störrebrand wartet schon auf euch. Es ist dringend. Gut, okay. Arbeiter Störrebrands. Die eilen an mir vorbei. Oh, und jetzt auf einmal verschwinden die Indikatoren von der Map.
Ich hätte speichern sollen, nicht, dass mir jetzt das Spiel abstürzt. Ah, Gott sei Dank. Ja, das ist das Handelskontor Störebrands und da ist Emmerand Störebrand. Tretet näher. Mein Name ist Emmerand Störebrand. Es freut mich, euch begrüßen zu dürfen. Es ist also nicht sein Sohn, der uns hier begrüßt. Ja, Sir, das ist korrekt. Was ist passiert? Alle laufen so aufgeregt herum. Es schmerzt mich zutiefst, euch dies zu erzählen. Doch ihr müsst davon erfahren. Das Haus Nicebeck hatte uns zu Friedensverhandlungen auf neutralem Boden geladen. Regulan sollte sich mit Vito Nicebeck vor den Toren des Praios-Tempels treffen. Das Ganze entpuppte sich als Falle. Von Vito Nicebeck lanciert und verübt von diesem Taschmann. Da das Treffen am heiligen Tempel des Praios stattfinden sollte, hatte Regulan nur wenige Leute zu seinem Schutz bei sich. Doch wurden sämtliche Begleiter unter einem Vorwand von der Stadtwache abgeführt. Dieses Scheusal von Obergardist schreckt für Geld vor keiner Schandtat zurück. Dort, in Praios Antlitz, habe ich meinen geliebten Sohn verloren. Durch die Hand dieser Ratte. Regulan. Was sein Verlust für mich bedeutet, vermag ich kaum in Worte zu fassen. Niemand soll glauben, dass er mit dieser Untat davonkäme. Auch keine Ulvine Nicebeck. Meinen Zorn zu wecken ist gefährlich. Sehr gefährlich. Nun brauche ich eure Hilfe. Natürlich, ich werde euch helfen. Was kann ich für euch tun? Hab Dank, mein Sohn sah in euch einen Freund. Ich tue dies auch. Nennt mich Emmerand. Nun, Taschmann dachte wohl, dass er diesen feigen Mord vertuschen könnte. Sich mit weiteren Lügen aus der Situation herauswinden wollte er sich, doch dem ist nicht so einfach. Auch wir Störebrands haben überall Augen und Ohren und es gab Zeugen. Nun ist die Stadtgarde hinter dem ehemaligen Obergastlisten her, doch er ist untergetaucht. Verdock konnte er nicht verlassen, alle Stadttore werden kontrolliert. Mein Informant zufolge gibt es nur eine Möglichkeit für ihn, der Stadt zu entfliehen. Und das ist über den großen Fluss. Ihr sollt ihn für mich finden, sucht Taschmann, er darf Verdock nicht verlassen. Wenn ihr ihn findet, tötet ihn nicht. Stattdessen brecht ihm jeden einzelnen Knochen in seinem Leib, aber lasst ihm leben. Ich brauche ihn als Zeugen gegen Ulvine Nicebeck. Ich zerstöre dieses niederträchtige Haus und wer es das Letzte ist, was ich tue. Es wäre mir eine Ehre, euch zu helfen für das Andenken Regulans. Nichts anderes habe ich von euch erwartet, Brenoir. Eure erste Anlaufstelle soll einer meiner Informanten sein. Sein Name lautet Kalandor Kupinis. Er hat einen Marktstand nicht weit von der Anlegestelle. Er weiß über alles Bescheid, was am großen Fluss vor sich geht. Ja. Für eine Handvoll Dukaten. Finde Taschmann. Der Gang der Dinge. Regulan ist tot und Taschmann trägt die Schuld. Dafür wird er zahlen. Finde Taschmann. Taschmann hat Regulan ermordet. Auch wenn er sich noch so gut versteckt hätte, ich werde ihn im Auftrag Emmerands finden. Sammle Informationen. Ein Informant soll sich bestens im Hafen auskennen. Er weiß vielleicht, wo Taschmann zu finden ist. So, dann gehen wir jetzt zu Kupinis. Ja, ja, Städter und Betrunkene. Kupinis müsste doch der hier sein, ja. Kalandor Kupinis, mein Name, und exotische Waren aus ganz Aventurien in meine Sortimente. Ich bin auf Geheiß Emmerand Störebrands hier. Er meint, hier wäre der richtige Mann für mein Anliegen. Gewiss, gewiss, wie kann ich helfen? Man sagte mir, ihr wärt stets im Bilde über das, was sich hier am Hafen so tut. Ich suche einen Mann. Er wird versuchen, Verdock auf dem schnellsten Weg zu verlassen. Und am schnellsten ginge das über den Fluss.
Ihr sucht also ein Passagierschiff. Nun ja, solche gibt es hier eher selten. Die meisten Schiffe, die hier Halt machen, sind nun mal Frachtschiffe. Was aber nicht heißen soll, dass man sich nicht bei dem einen oder anderen eine Überfahrt erstehen könnte. Wenn ihr jemanden kennen würdet, der solche Überfahrten dennoch ermöglicht, was würdet ihr dann für diesen Namen verlangen? Nichts in eurem Falle. Betrachtet das als Geschenk an Emerand Störebrand. Grüßt ihn herzlich von mir und bekundet ihm nochmals mein Beileid für den Verlust seines Sohnes. Das werde ich. Wen muss ich aufsuchen und wo finde ich diese Person? Lass mich überlegen. Ja, um diese Zeit sollte sie noch da sein. Aber ihr solltet euch sputen. Geht nach Fuhrmannsheim. Dort am Brunnen solltet ihr eine Arnelia Enko vorfinden. Gegen das nötige Kleingeld verschafft sie Leuten ein ruhiges Plätzchen zwischen den Säcken und Kissen der Transportschiffe. Wer diejenigen also über den Fluss aus Ferdok verschwinden will, kann er eigentlich nur bei ihr gewesen sein. Hab Dank, ich mache mich sofort auf den Weg. Das solltet ihr. Demnächst verlassen nämlich wieder einige Schiffe den Hafen. Er könnte bereits auf einem von ihnen sein. Bloß gut, dass wir den Schlüssel zu Fuhrmannsheim haben. Wobei wir eigentlich ja auch hier durchgehen können und dann sind wir auch in Fuhrmannsheim. Dumm-di-dumm. So, sie ist am Brunnen. Das heißt, wir gehen einfach einmal hier oben rum und dann sind wir dort. Wir waren übrigens schon lange nicht mehr im Fuhrmannsheim. Eigentlich hauptsächlich, weil es hier einfach nichts mehr gibt, was relevant wäre. Fische, verdammt, neugierige Gesellen. Flusskarten, erledigt das. Hangbarsche, Plötzen, alles was Schuppmat will. Warum habe ich keinen Einbeersaft mehr hier unten? Jetzt habe ich wieder Einbeersaft. Ich versuche mein Bestes. Okay. Dann ziehen wir mal Waffen. Sanja. Ein Zwerg, ein Ja! So, das war's schon mit den beiden. Nehmen wir mal an uns, was sie so bei sich hat. Und da wir jetzt gleich Tashma hinterher müssen, ja, womit kann ich behilflich sein? Können wir auch gleich bewaffnet bleiben. Arnelia Enko, Tashman, wo will er hin? Auf welchem Schiff habt ihr ihn untergebracht? Tashman Schiff, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich warne euch, spielt nicht die Dumme mit mir. Ich habe euch doch noch gesehen, wie ihr mit ihm eine Überfahrt verhandelt habt. Überfahrt, ich weiß ehrlich nicht, wovon ihr da redet. Sprecht, Weib, oder ich werde mit der Stadtgarde zurückkehren. Die wird sich sicher für eure Geschäfte interessieren. Schon gut, ich. Dieser Tashman ist auf dem Weg zum Hafen. Dort liegt die Horasia vor Anker. Er hat sich dort noch einen kleinen Platz ergattern können. Sie soll heute noch ablegen. Horasia, sagt ihr, Gnade euch, die Götter sollte er entkommen. So. Fehde die Schleuserin. Ich habe Tashman knapp verpasst, aber die Ratte wird mir nicht entkommen. Tashman ist auf dem Weg zum Hafen. Ein Schiff soll in Kürze dort auslaufen. Ich muss mich beeilen. Ja, jetzt können wir das Gittertor benutzen. Dann kommen wir nämlich direkt, glaube ich, an den Docks wieder raus.
Also hoffe ich mal, dass wir jetzt keine großen Umwege gehen müssen. Yep, wir sind hinten an den Docks. Weil das weiß ich noch. Taschmann verschwindet hierher. Hier kommt nämlich gleich was. Fürst Nukosch. Sag bloß, wir müssen trotzdem außen rum. Wir müssen trotzdem außen rumlaufen. Ah. Wie ärgerlich.